Im Namen des Vereins Monetäre Modernisierung, MOMO, begrüße ich alle zu unserer sozusagen täglich aktueller werdenden Veranstaltung. Es freut mich, dass Sie den Weg hierher nicht gescheut haben, um an unserer Tagung damit ein Stück weit an der Entscheidung Vollgeldreform oder Systemkrise teilzunehmen. Was ist unter monetärer Modernisierung zu verstehen? Das sollte Ihnen spätestens morgen Abend klar geworden sein. Das Buch mit diesem Titel liegt übrigens draußen auf dem Büchertisch. Ich setze einmal voraus, dass Sie die aktuelle Bedrohungslage im europäischen und globalen Finanzsektor ähnlich gravierend beurteilen wie wir. Unseres Erachtens sind die verheerenden Zustände auf den Finanzplätzen die Folge, unter anderem die Folge einer unkontrollierten und im heutigen System auch unkontrollierbaren privaten Geldschöpfung. Weil also ein Systemfehler korrigiert werden muss, genügt es nicht, einfach auf Schadenbegrenzung und mehr Regulierung zu setzen. Da braucht es schon grundsätzliche Reformen. Ich möchte 4 kurze Bemerkungen machen. Zu unseren Zielen, zur Utopie, zu den Zielen der Tagung und zur Mitbeteiligung. Zu unseren Zielen. Erstens, unser primäres Ziel ist es, die Geldentstehung und damit die Geldmenge kontrollierbar und steuerbar zu machen. Zweitens wollen wir die staatliche Souveränität im Geld- und Währungswesen wiederherstellen, denn sie ist eine grundlegende Voraussetzung oder Rahmenbedingung einer wirklichen Demokratie. Wenn Geld die Welt regiert, muss der demokratische Souverän das Geld regieren. Drittens soll das gesetzliche Zahlungsmittel den Bürgerinnen vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Denn Geld ist für alle eine unverzichtbare Existenzvoraussetzung oder wiederum Rahmenbedingung, eine Art Infrastruktur, ohne die bei uns kein Mensch überleben kann. Deshalb darf es nicht von gewinnorientierten Einzelnen, sondern muss von einer unabhängigen, überparteilichen Instanz geschaffen werden. Zur Utopie. Sind wir naiv? Sind wir anmaßend? Verkennen wir die realen Größenordnungen und Machtverhältnisse, ausgedrückt in Abermilliarden von Euro und Dollar? Die Finanzmärkte bändigen, vergesst es. So die eine Seite. Die andere repräsentiert etwa ATTAC, die in ihrer Plattform schreibt, es geht ganz einfach darum, gemeinsam die Zukunft unserer Welt in die Hand zu nehmen. Das ist sicher nicht einfach. Aber wenn wir es nicht schaffen wollen, unsere öffentlichen Angelegenheiten gemeinsam in die eigenen Hände zu nehmen, begeben wir uns freiwillig in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Zu den Tagungszielen. Die Tagung soll A, einen Beitrag zur öffentlichen Bewusstmachung des, Zitat, bestgehüteten Bankgeheimnisses leisten, nämlich der Antwort auf die Frage, wie entsteht Geld? Je mehr Leute wissen, wie das fraktionale Reservesystem heute funktioniert, desto stärker wird der Wille werden, es zu ändern. Die Tagung soll B, eine öffentliche Debatte über die Fehler unseres Geldsystems und die Möglichkeiten ihrer Behebung anstoßen. Es gibt Alternativen. Je mehr man sie öffentlich diskutiert, desto größer wird die Chance, dass sie umgesetzt werden. Die Tagung soll C, eine Volksinitiative vorbereiten helfen,
die dafür sorgt, dass die Intention des Gesetzgebers wieder erfüllt wird, nämlich das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes. Zur Beteiligung. Die Tagung soll auch auf den Verein Momo aufmerksam machen. Ich rufe Sie deshalb auf, unseren Verein und seine Ziele aktiv zu unterstützen. Mit einer Mitgliedschaft, mit Informieren von Ihnen bekannten Personen und Organisationen, mit Leserbriefen, Blogbeiträgen, Facebook-Kontakten etc., mit Interventionen und Initiativen in und bei NGOs, Medien, Parteien oder mit Flyern, wie wir sie draußen aufliegen haben. Werden Sie aktiv. Sonst kommen wir nie aus unserer vermeintlichen Ohnmacht heraus. Wie sagte seinerzeit der Zürcher Gottfried Keller? Es wird eine Zeit kommen, wo in unserem Lande wie anderwärts sich große Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet und erspart worden zu sein. Dann wird es gelten, dem Teufel die Zähne zu weisen, dann wird es sich zeigen, ob der Faden und die Farbe gut sind an unserem Fahnentuch.